Hi, ja, ich würde gerne mit euch ein neues Format machen, immer zum Monatsanfang, und zwar den Monatsrückblick. Das war so eine schöne Idee, wo ich dachte, das könnte es sein, mal so zu reflektieren, auch mit meiner Community zusammen, wie ist denn der Monat gelaufen? Wir haben jetzt den 1. September und der Monatsrückblick gilt natürlich für August 2024. Was war gut, was war schlecht? Ich habe hier auf meinem schönen Notizbuch erstmal geschrieben, mein Privatleben, meine Arbeit, meine Selbstständigkeit, die Stagnation, Positives und Negatives, Wünsche für die nächsten Monate bzw. für den nächsten Monat. Und ja, ich würde gerne mal mit euch so über den Monat reden, wie mein August so war. Und ja, Privatleben. Durch diese ganze Stagnation habe ich natürlich kein Privatleben zurzeit. Ich stehe morgens auf, ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, überlege mir, was ich arbeiten kann. Und ja, die Stagnation hat natürlich auch sehr viel mit der Vergangenheit zu tun. Der August war noch dieser aktive Monat, wo das Sommerloch noch sehr aktiv war, wo man wegen dem Sommerloch noch stagniert hat, alle Leute waren im Urlaub, waren nicht da, alles war reduziert und das Privatleben war natürlich auch reduziert, ne? Durch die ganzen turbulenten Monate von 2023 bis 2024 war der August so der Monat, wo ich in meinem Privatleben zur Ruhe kam, wo ich ausschlafen konnte, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte mal wieder 9 Stunden am Stück schlafen, was schon richtig toll war. Ich hatte, ja, ich hatte dieses Gefühl von, ich komme zur Ruhe, mein Körper erholt sich, meine Seele kommt zur Ruhe, mein ganzer Organismus ist komplett runtergefahren. So nach dem Motto, mein Immunsystem braucht jetzt erstmal komplett eine Auszeit, weil ihr wisst ja, wie das im Januar, Februar war. Ich bin ja mit einer Erkältung zur Arbeit gegangen, das habt ihr ja alles in meinem Vlog gesehen. Dann gab es keine Heizung auf der Arbeit und es gab eine Baustellenheizung und ich hatte Brustkorbschmerzen und habe 5 Wochen die Grippe mit mir rumgeschleppt. Das war im Januar, Februar, ne? Und das ganze Immunsystem hat gelitten und das kam jetzt im August. Hat die Stagnation noch mal so richtig eingeschlagen. Und zwar im Mai habe ich ja den Job gewechselt, der 7. Job in 13 Monaten. Ich bin jetzt Gott sei Dank 3 Monate da. Der August ist so ein Meilenstein, ne? Juni, Juli, August, das sind 3 Monate. Ja, da bin ich natürlich froh, dass der rum ist. Ich habe im August das erste Mal wieder richtig gutes Gehalt gehabt. Da kommen wir zu meinem Arbeitsleben. Ich habe nette, liebevolle Kollegen, die einem alles gut erklären. Ich habe in den 3 Monaten, wo ich da war, noch kein Messer im Rücken gehabt. Keine Lästerattacken, gar nichts. Du kannst richtig gut mit denen zusammenarbeiten. Es ist auch harmonisch. Die arbeiten auch, ne? Keiner steht in der Ecke, keiner lästert. Die konzentrieren sich auf die Arbeit, weil es ist nun mal Arbeit, ne? Du gehst zur Arbeit, um zu arbeiten für deinen Gehaltscheck. Und das haben die ja verinnerlicht. Die kommen zur Arbeit, die arbeiten, ne? Und Privatleben ist halt Privatleben. Und das ist natürlich schön, weil du kannst zur Arbeit gehen, du kannst arbeiten, du musst nicht immer deinen Fokus oder deinen Blick irgendwo drauf richten und sagen, oh mein Gott, da könnte ein Messer kommen, da könnte ein Messer kommen, kann ich der vertrauen, kann ich die vertrauen? Das ist nicht der Fall, ne? Das heißt, der ganze Körper entspannt sich auch. Also Privatleben und Arbeit mischt sich gerade so ein bisschen, weil dadurch, dass du auf der Arbeit entspannter bist, bist du auch in deinem Privatleben entspannter. Du kommst zur Ruhe. Der ganze Organismus fährt runter. Du kannst nachts wieder schlafen, ohne dass du nachts aufwachst. Ich bin manchmal nachts um 1 Uhr wach geworden, dann um 2, dann um 3, dann um 4. Und ich habe immer auf den Wecker geguckt, also beziehungsweise aufs Handy, dachte mir so, oh nein, ich muss jetzt schlafen, bevor ich zur Arbeit gehe. Und man musste dann in den Job auch reinkommen, so im Juni, Juli, August. Und im August hat sich das so gefestigt.
Ich habe Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Ich muss nicht mehr kilometerweise bis zur Arbeit fahren. Das macht sich im Benzingeld, macht sich das bemerkbar. Ich habe dadurch alles komplett ruhig auch. Ich spare mir das Geld, was toll ist. Im Moment spare ich auch das Geld an den Lebensmitteln, weil der Gehaltscheck muss sich erst wieder aufbauen. Und ja, der nächste Meilenstein ist dann im Januar. Aber der nächste Meilenstein, also der erste Meilenstein ist, den Job erstmal 3 Monate behalten. Jetzt kommt der September, das heißt eine Gehaltserhöhung, dann kriege ich ein bisschen mehr. Ich freue mich schon auf den Gehaltscheck vom 15. September. Da müsste man schon einen kleinen Einblick bekommen, wie der aussieht. Vor allem, weil wenn ich 180 Stunden arbeite, kriege ich 180 Stunden ausgezahlt. Wenn ich natürlich nur 160 Stunden arbeite, kriege ich nur 160 Stunden ausgezahlt. Aber das macht sich dann schon im Geld bemerkbar. Und ja, August war auch der Monat, wo meine Betriebsrente wieder anfing zu laufen. Das heißt, ich konnte wieder in meine Betriebsrente einzahlen für August, was gut ist, was auch positiv ist, damit sich da auch wieder was aufbaut, weil ihr wisst selber, man wird älter, man muss an seine Rente denken. Ne, man hat seine staatliche Rente, man hat seine Betriebsrente, man hat seine private Rente, 3 Renten. In der Hoffnung, ne, mit ganz viel Glück und bitte, 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 liebes Universum, dass sich da tatsächlich auch was aufbaut im Laufe der Jahre. Weil man hat ja schon eine Voraussicht, wie das auszusehen hat in Zukunft, wenn ich 2049 in Rente gehe. Ich hoffe natürlich, dass ich früher in Rente gehe. Und ja. Da habe ich Gott sei Dank im August wieder einzahlen können, weil meine alte Arbeitsagentur wollte das leider nicht. Da hat sie 4 Jahre stagniert. Und ja, jetzt habe ich ja die Zeitarbeitsfirma gewechselt und die zahlen jetzt wieder regelmäßig ein, Gott sei Dank, weil dann habe ich alle 3 Instanzen, die wieder laufen. Und ja, Privatleben. Der August hat mich einiges an Rechnungen gekostet. Ich glaube auch nicht, dass ich dieses Jahr schon fertig bin. Ich habe eine Nebenkostenabrechnung von 1.200 € bekommen. Gott sei Dank sind davon schon 1.000 € bezahlt. Ich habe nur noch 269 € offen. Die kriege ich aber auch noch bezahlt und dann sind die großen Rechnungen weg. Dann warte ich nur noch auf die Rechnung vom Steuerberater, was übrigens jetzt auch zu meiner Selbstständigkeit geht. In der Selbstständigkeit war es nicht so positiv. Ich musste meinen Online-Shop zumachen. Ich habe zwar gekämpft um Besucher, ich habe auch Besucher bekommen, die haben sich den Online-Shop auch angesehen, aber es ist natürlich ein Kampf. Und wenn kein Geld reinkommt, kannst du keine Werbung machen. Und du bist immer nur auf diese 2 Hände angewiesen. Und der August war halt der Monat der Stagnation. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Energie mehr. Der ganze Körper wollte nur noch zur Ruhe kommen, auf der Couch liegen, schlafen, sich ausschlafen. Das hat auch manchmal zu 9 Stunden Schlaf geführt. Ich hatte auch Tage dabei, da habe ich 11 Stunden geschlafen, weil der ganze Organismus einfach nur noch von dem Stress von 2023 und 2024 runter wollte. So, und man musste das Immunsystem wieder aufbauen, weil das hat sich dann auch irgendwann bemerkbar gemacht in Form von ganz vielen Allergien. Im August sind sämtliche Allergien, die ich hatte, sind komplett explodiert. Der eine oder andere hat es mitgekriegt. Ich habe ja auch Mückenstiche gehabt, bis zum geht nicht mehr. Und dadurch ist die Eiweißallergie explodiert und dann ist das Histamin explodiert. Und dann kamen noch diese ganzen anderen Lebensmittelallergien dazu. Das war ein toller August, wirklich. Ja gut, wir sind bei Selbstständigkeit stehen geblieben. Ich habe den Online-Shop zugemacht, weil ich kann nicht an jeder Front arbeiten. Es ist so, ich verdiene mit meinen Problemen weitaus mehr Geld, als ich mit normalen Sachen verdienen würde. Was natürlich traurig ist, es ist auch schade, weil ich würde auch gerne aus meinen Problemen rauskommen und würde gerne mir eine positive Zukunft aufbauen, und das alles mal ruhen lassen, die ganze Vergangenheit. Aber es ist so,
Ich muss ganz viel Arbeit in den Online-Shop reinstecken. Ich habe das Geld leider nicht gehabt seit Januar, auch nicht mit positivem Denken. Immer musste sich einen neuen Job suchen, musste man sich wieder einen neuen Job suchen und wieder einen neuen Job und wieder einen neuen Job. Und so strichen die ganzen Monate ins Land. Und du hattest nie Geld, um Werbung in den Online-Shop zu stecken. Du warst immer nur auf deine Social-Media-Konten angewiesen, die noch sehr klein sind. Du warst auf deine eigenen zwei Hände angewiesen, was du mit der Community machen kannst. Das hatte keinen festen Standbein und du bezahlst halt nur. Und im August wollte ich einfach nicht mehr. Es war einfach zu viel. Dieses ganze Volumen an Arbeit war zu viel. Mein Online-Blog hat ja auch kein Geld mehr eingespielt. Ne? Es kamen keine Google AdSense-Einnahmen mehr rein. Das war mal ein Euro in 8 Monaten. Ich habe keine VG-Word-Einnahmen mehr dieses Jahr gehabt. Ne? Also ich kann im August mit nichts mehr rechnen. Der ganze vierstellige Umsatz, den ich hatte im Jahresdurchschnitt, den habe ich 2025 nicht mehr. Ne? Das heißt, ich muss mir jetzt schon Sorgen machen, wie es 2025 weitergeht. Aber dieses Jahr ist der fünfstellige Umsatz durch die VG-Word-Einnahmen noch gesichert. So, das ist halt auch Selbstständigkeit. Anstatt weiterzuarbeiten und höher zu arbeiten, ist alles eingestürzt. Es ist alles eingestürzt wie ein Kartenhaus. Passiert leider, kann man leider auch nichts dran machen. Und ständig nur zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten, führt hinterher zum Kollaps. Das heißt, du hast schon einen Kollaps, meinst, du könntest arbeiten und arbeiten, um den Kollaps wieder aufzuholen und dann stürzt der Kollaps auch noch ein und dann ja, liegst du. Du liegst flach. Du liegst mit deinem Körper, deiner Seele, deinem ganzen kompletten Geist, du liegst flach. Und du kannst auch nicht mehr. Und ja, das war bei mir halt leider der Fall im August. Und bei der Selbstständigkeit, ich musste einen Online-Shop hinterher zumachen, weil es einfach keinen Sinn hatte. Ich hatte auch irgendwann keinen Spaß mehr daran. Es war einfach nur noch Arbeit und du denkst dir morgens, ach, jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Diese Arbeit, jene Arbeit. Und dann wurde die Liste, die wurde immer länger und immer länger und immer länger und ich müsste ja und müsste ja. Und wenn kein Geld reinkommt, dann hast du noch größere Sorgen. Ne? Du musst das machen, du musst Geld organisieren, du musst jetzt auf das und das Geld kommen. Ne? Und es kam nicht rein. Und dann musst du noch mehr arbeiten. Dann kommt es wieder nicht rein. Du musst noch mehr arbeiten und es kommt wieder nicht rein. Und das stört halt. Und du weißt, du kannst dir keine Hilfe organisieren, weil das heißt immer, wenn du es nicht kannst, organisier dir Hilfe. So. Das kannst du machen, wenn du einen Gehaltscheck hast oder du Eigenkapital hast und sagen kannst, dann organisiere ich mir die Leute, die es können. Ja, das war aber leider nicht der Fall. Weil ich voraussichtlich mein altes Gehalt auch erst nächstes Jahr 2025 wiederbekomme, sofern ich in der Firma bleibe. Und ich drücke mir jeden Tag die Daumen, dass ich in der Firma langfristig noch einige Monate bleibe, damit ich wieder auf meinen Standpunkt komme. Ne? Da, wo ich damals stand, wo ich gefallen bin, da möchte ich wieder hin, nur in eine andere Zukunft, in eine bessere Zukunft. So. Und bei der Selbstständigkeit ist das halt einfach so. Ich will halt meine Membership starten, ich will meine Online-Kurse machen, ich will meine neuen Formate auf YouTube präsentieren, weil YouTube ist das einzige von der Selbstständigkeit, das mit ja, also jeden Tag Geld anbringt. Auch wenn es nur Centbeträge sind, bringt YouTube mir immer noch mehr Geld ein als das andere. Und dadurch auch die Affiliate-Einnahmen, die werden halt auch ein bisschen mehr. Und ja, es ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist ein Anfang und YouTube wächst, Gott sei Dank. Ich bin schon fast bei 2000 Abonnenten. Ne? Es fehlen nur noch 10 Stück oder so, da bin ich bei 2000 Abonnenten. Schöner wäre es natürlich, wenn ich schon bei 10.000 Abonnenten wäre. Aber mir fehlt halt das organische Wachstum. Und da wären wir jetzt bei dieser Stagnation, bei dem Positiven und Negativen. Die Stagnation hat mich schon fertig gemacht. In meinem Privatleben stagniert alles wegen dem Problem von 2023 und 2024. Ich habe 6-mal den Job gewechselt in 12 Monaten. Ich bin jetzt bei Job Nummer 7 in 13 Monaten. Immer mit der Hoffnung, dass ich ihn behalte.
Ich kämpfe gerade damit, mein altes Gehalt wieder zu bekommen. Ich bin natürlich um jede Lohnerhöhung bin ich natürlich dankbar. Und ja, am Anfang ging es halt in dieser Stagnation einfach darum, zu überleben und diese Stagnation auszusitzen, mental, körperlich und seelisch. Ich habe mich ausgeruht, weil der Körper das brauchte. Ich habe geschlafen, weil der Körper es einfach brauchte. Ich habe meine Arbeit stagnieren lassen, weil ich es einfach emotional brauchte. Ich hoffe, dass ich im September wieder weitermache und sagen kann, hier, guck mal, ich habe ganz viel gemacht und so. Aber das ist der September und jetzt reden wir erstmal über den August. Und ja, das war halt negativ und positiv. Das kann man halt sehen, wie man will. Ich habe diese Stagnation gebraucht. Aber andererseits war es auch negativ, weil diese Stagnation hat mich tierisch genervt. Ne? Ich kam nicht vorwärts. Und das Positive war auch, ich konnte meine Vorräte ein bisschen wieder aufstocken. Ich konnte wieder ein paar YouTube-Videos produzieren für meinen Kochkanal. Ich versuche natürlich 2025 den Kochkanal auch zu monetarisieren. Und ja, negativ war es halt jetzt nicht. Eher positiv, weil ich konnte auch meine Vorräte ein bisschen wieder auffüllen. Falls halber, ich kriege nochmal so ein ganz, ganz tiefes Loch, wo ich nicht einkaufen gehen kann. Positiv war auch, dass YouTube Gott sei Dank durch das Sommerloch trotzdem gewachsen ist. Ich habe damit angefangen, dass der Kanaldurchschnitt so runtergedisliked wurde, dass der bei unter 50% lag. Ich habe fast 4 Jahre gebraucht, den auf 84% zu kriegen, sodass mit diesen 84% du wieder in so einer schönen grünen Zone bist bei YouTube. Und das bedeutete, dass auch meine Abonnenten meine Videos wieder regelmäßig in den Feed bekommen. Und bei 88%, da wo ich jetzt liege, heißt es, ich kriege wieder so ein ganz kleines bisschen organisches Wachstum rein. Ja. Ich habe natürlich Google Ads gemacht, um jeden Monat zu wachsen. Ich mache das natürlich, weil ich halt vorwärts kommen muss. Diese Stagnation ist mental kaum zu ertragen, weil wenn alles stagniert und du einfach nicht selbstständig sein kannst und du alles mit deinen zwei Händen selber machen musst und du einfach nirgendwo Hilfe hast, dann bist du schon so am Verzweifeln, weil dein Energiepegel, dein ganzer Körper, dieser ganze Energiepegel geht runter und du weißt nicht, wie du ihn wieder hochfahren sollst. Und das war mein persönliches Problem im August. Und ja, und da bin ich halt froh darüber, dass YouTube, dass ich einfach Google Ads schalten kann, meine Abonnenten reinkommen. Im Sommerloch war es natürlich wenig, da waren es immer so 100 pro Monat außerhalb des Sommerloches steigt sich das wieder auf über 150, 180 im Monat. Diesen Monat liege ich auch sehr gut dabei. Ich glaube bei 180 neue Abonnenten diesen Monat. Und ja, ich versuche das regelmäßig zu machen in Google Ads, um das einfach weiter voranzutreiben. Weil ihr wisst selber, YouTube ist ein Marathon, kein Sprint. Aber du weißt auch nicht, wann du wieder an deinen vierstelligen Umsatz kommst, und du musst halt schnell arbeiten. Ne? Alles muss schnell gehen. Ne? Am besten jetzt schon 10.000 Abonnenten. So, und das geht natürlich nicht. So, dann machst du deine Shorts und ich hatte definitiv keine Lust mehr, Shorts zu machen, weil du rackerst dir wirklich den ab und Punkt ab, um Shorts zu machen. Du bekommst Abonnenten, aber die interessieren sich nicht für das Longformat. Und dann musst du deine Idee wieder umstellen und sagen, ja, wie kann ich denn für mein Longformat Abonnenten kriegen? Weil ich will die Abonnenten ja nicht für die Shorts haben, ne? Sondern für das Long-Content-Format. Und ich hatte auch irgendwann einfach keine Lust mehr, 4 Shorts am Tag zu machen. Und August, da lief der Gehaltscheck wieder so gut, da habe ich gesagt, okay, Google Ads. Du wächst jeden Monat kontinuierlich. Du hoffst natürlich auf das exponentielle Wachstum, aber dafür musst du wieder eine Like-Quote von über 90% haben, sodass du sagen kannst, oh, mein Kanaldurchschnitt liegt bei 90, 92%.
So, dass der wirklich positiv ist auch für YouTube und dass du auch im Feed ausgestrahlt wirst, in dem Algorithmus von YouTube. Und das geht natürlich nur, wenn YouTube dein Konto kennt und weiß, was deine Abonnenten mögen. Und dann ist es halt auch einfach gut, YouTube, Google Ads zu machen, weil du einfach merkst, das Konto füllt sich, die Analytics füllen sich, alles sieht positiv aus, alles ist grün. Und ne, das will man ja haben. Und du wächst halt einfach jeden Monat kontinuierlich und kriegst halt deine Abonnenten, die auch deine Long-Content-Videos sehen. Das heißt, jedes Mal schalten mehr Leute ein, jedes Mal schauen mehr Leute deine Videos an. Und ich liege jetzt bei fast 2000 Abonnenten. Ich schätze mal noch ein, zwei Tage, dann habe ich die 2000 Abonnenten geknackt. Und dann geht es natürlich darauf, wie kriege ich 2000 Abonnenten mehr? Also sprich 4000 bis 5000 Abonnenten. Und das sind dann immer so kleine Highlights. Aber solange man in Google Ads investiert, geht das immer ein kleines Stückchen bergauf und dann hat man auch eine Hoffnung. Hoffnung und eine Zukunft. Und das gibt einem auch das Gefühl, dass man aus der Stagnation rauskommt. Gerade jetzt im Sommerloch, wo der Juni war, wo es wirklich nur ganz langsam bergauf ging. Und jetzt im August geht es schon ein bisschen höher. In den Ferien ist das immer so, dass es ein bisschen weniger läuft. So, und das ist halt so diese Stagnation gewesen. Auch in meinem Privatleben macht sich die Stagnation bemerkbar. Hobbys, ich kann keine Hobbys ausüben, weil das Geld halt auch nicht so reinkommt und man einfach wieder an seinem Gehaltscheck arbeiten muss. Und durch die ganze viele Arbeit konnte man auch nichts machen, weil man den ganzen Tag seine To-Do-Listen hatte. Und dann kam ja noch der Umzug und noch ein Umzug und Arbeitswechsel und Schichtwechsel und alles Mögliche. Und im August hatte ich das alles nicht. Es war reine Stagnation. Das war so eine Linie. Und ihr wisst selber, jeder, der meinen Vlog geguckt hat, es war so ermüdend. Ich war so müde von dieser Stagnation. Aber andererseits hat es der Körper auch gebraucht. So, und ich bin natürlich gespannt jetzt auf den September, der kommt. Ich hoffe mit weniger Rechnungen. Aber die Steuererklärung, Finanzrechnung steht noch aus. Was mich im August auch richtig geärgert hat, ne, Privatleben wird ja auch versteuert. Dann die Selbstständigkeit wird versteuert, zweimal. Ja, seit 14 Monaten liegt die Steuererklärung, privat und beruflich, beim Steuerberater. Und am 30. August kriege ich einen Brief, ja, wir müssen das Honorar nochmal besprechen, 75 Euro die Stunde netto. Ja, das hätten wir gerne vorliegen und dann machen wir Ihre Steuererklärung. Ich so, meine Steuererklärung muss am 2. September beim Finanzamt liegen, weil sonst kriege ich Mahngebühren. Und dann sagen die beim Steuerberater, ja, das machen wir schon. Ja, ich habe am Samstag den Brief losgeschickt, sprich am 31. Heute. Heute ist der 1. September, morgen auf Montag ist der 2. Ich bin mal gespannt. Der Brief kommt wahrscheinlich erst Montag oder Dienstag an. Dann bin ich mal gespannt, wann die meine Steuererklärung machen. Ich hoffe ohne Mahnung vom Finanzamt. Immerhin ist es nicht meine Schuld, weil ich habe meine Steuererklärung privat und beruflich schon im Mai 2023 abgegeben. Die liegt schon seit 14 Monaten dort. Ne, alles schön auf den letzten Drücker, was mich tierisch nervt. Aber gut, jetzt habe ich meine Steuererklärung für 2023 abgegeben. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so lange brauchen, aber ich muss auch wieder Geld ansparen, weil ich habe beim letzten Mal 600 Euro bezahlt. Das war schon heftig, ne? Und ich hoffe halt diesen Monat für weniger. So, das waren halt so die Stagnationen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe meine Vorräte aufgefüllt. Eingekocht, habe meine Videos produziert, möchte mehr in YouTube machen. Genau. Balkon-Update, dieses Jahr ging gar nicht. Im August ist alles kaputt gegangen auf dem Balkon. Ich habe auch nicht das Geld gehabt, um meinen Balkon fertig zu machen, was auch schade ist. Aber ich hoffe es halt auf nächstes Jahr. Ja, das war eigentlich so mein Rückblick August. So, Wünsche für den nächsten Monat. Positives Denken, das wünsche ich mir. Ich habe mein Happy Day Affirmation Glas angefangen
und schreibe mir jeden Tag Wünsche fürs Universum auf, um positiv zu denken, um positiv in die Zukunft zu gehen. Und ich hoffe, dass das im September schon Hand und Fuß hat. Ich wollte eigentlich im September meine Membership starten, habe aber im August nicht dafür gearbeitet, weil ich es emotional, körperlich und seelisch einfach nicht konnte. Und hoffe natürlich jetzt für September, dass ich daran arbeite, dass meine Online-Kurse fertig werden, dass ich meine zwei Formate auf YouTube starten kann, dass ich dort meine Formate fertig bekomme. Das ist einmal das Format Body, Mind and Soul. Dann wollte ich über Narzissmus reden, diese zwei Formate. Und dann hätte ich theoretisch zwei, drei, vier, fünf Formate die Woche online, was toll wäre. Aber man muss halt auch immer gucken, dass man die Videos dafür fertig kriegt. Und so einfach ist das manchmal gar nicht, die ganzen Videos abzudrehen. Und da bleibt man halt auf der Strecke. Und das wünsche ich mir halt einfach für nächsten Monat, dass ich Energie habe, dass ich einen Energiepegel habe, dass ich wieder positiv denke, dass ich arbeiten kann, dass ich längerfristig in der Arbeitsstelle bin, dass ich meinen Gehaltscheck kriege, dass ich eine Gehaltserhöhung kriege, dass meine Selbstständigkeit läuft, dass ich meine neuen Formate teile, dass YouTube noch mehr wird, weil ich habe erst 8 Euro verdient mit YouTube, dann 9 Euro, dann 10 Euro. Diesen Monat liege ich bei 12 Euro, was toll ist, also bei fast 12 Euro. Das heißt 2 Euro mehr als letzten Monat. Und natürlich hoffe ich, dass ich auch im September mit YouTube mehr mache, damit das mal in die andere Richtung geht, in Zukunftsrichtung geht. Und solange das der Fall ist, ist das kein Problem. Und dann bin ich schon ganz gespannt, wie der September läuft. Ich hoffe, dass wir den Monatsrückblick jetzt so jeden Monat am 1. machen können, weil ich finde das auch ganz schön, wenn wir so einen Monatsrückblick haben und wir einfach mal gucken, was ist in dem Monat passiert, Gutes und Schlechtes, Privatleben, Arbeit, Selbstständigkeit, Wünsche für den nächsten Monat oder auch die Stagnation, was positiv war, was negativ war, was jetzt im Sommer noch sehr extrem war. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Format eventuell auch gefällt, diesen Monatsrückblick zu haben, weil einige, die meinen Vlog nicht sehen oder erst kurz eingeschaltet haben, die kriegen dann so einen Rückblick und sagen sich, ach, das gucke ich mir mal an und so, weil ihr habt den Vlog, ihr habt meinen Alltag, ihr seht das alles, so die einzelnen Tage. Ihr wisst, ich vlogge immer Montag, Dienstag, Mittwoch und das kommt dann Donnerstag raus, das Video. Und dann vlogge ich ja erst wieder Freitag, Samstag, Sonntag und das Video seht ihr ja Montag. Und so habt ihr immer einen Wochendurchschnitt von 6 Tage. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön, weil ich finde, das ist ein richtig schönes Tagebuch. Anstatt ein Tagebuch zu schreiben und zu sagen, hier, guck mal, ich schreibe hier alles rein, präsentiere ich es lieber in einem Video. Ich zeige euch meinen Alltag, so wie mein Alltag tatsächlich war, wie ich rede, wie ich spreche, wie ich mich fühle. Wie meine Möblierung ist, wie ich gelebt habe. Ne? Man sieht das ja in den Videos hautnah, live. Und ich denke mir, irgendwann, wenn ich mal Kinder habe, dann kann ich sagen, hier, guck mal, so habe ich gelebt. Ne? So ging es mir, so habe ich mich gefühlt. Und das ist wie so ein öffentliches Tagebuch über mein Leben, wo ich in 20 Jahren reingucken kann. Ne? So, wenn du dann so in der Rente bist, eine alte Frau bist, kannst du auf der Couch sitzen und sagen, guck mal, das war mein Leben. Anstatt mir irgendwelche Fotos anzugucken oder Bilder anzugucken, sehe ich mir die Videos an. 1000 Stunden Content, ne, über mein Leben, weil ich alles dokumentiert habe, ne, in meinen Vlogs. Und das ist ein schönes Format. Und das war doch das einzige Positive im August, wo ich wirklich gedacht habe, das ist schön, das ist positiv. Ich präsentiere mein Leben, ich präsentiere meine Höhen und meine Tiefen und wie ich gekämpft habe. Die ganzen guten Zeiten und die schlechten Zeiten, vor allem die schlechten Zeiten, wo ich wirklich gedachte, ich kann nicht mehr. Ich bin körperlich total am Ende. Ne? Ich habe 6-mal den Job gewechselt in 12 Monaten und man kann das alles 2023 sehen. Ihr wart live dabei, sozusagen. Und irgendwann
In 20, 30 Jahren sehen meine Kinder diese Videos und sagen: Boah, Mama, hast du wirklich 6-mal den Job gewechselt in 12 Monaten? Boah, wie hast du das denn geschafft? Ne? Ja, das ist das Videoformat, wenn man vloggt, wenn man einfach ein tägliches Tagebuch führt über sein Leben. Und das möchte ich auch nicht aufgeben und da werde ich auch weitermachen. Und ja, ich liebe meinen Vlog. Es ist schön, so ein lebendiges Tagebuch zu haben, wo man wirklich aktiv daran gestalten kann, das Leben sehen kann und man hat Bilder, die einfach live sind. Ich rede, ich spreche und irgendwann, wenn ich mal tot bin, sehen meine Kinder den Vlog und sie hören meine Stimme. Sie sehen, wie ich rede, wie ich aussehe. Und sie sehen die ganzen guten Zeiten, sie sehen die ganzen schlechten Zeiten und Ratschläge, Weisheiten, Anekdoten über das Leben. Ich finde das persönlich sehr schön. Und ja, ich finde, man sollte ein Videotagebuch führen anstelle von Fotos. Ich meine, Fotos sind auch schön, klar. Aber man guckt sich ein Foto an und man sieht nichts. Und gerade wenn die Leute verstorben sind, dann finde ich es so wichtig, weil man möchte einfach die Stimme noch einmal hören. Ne? Ich denke mir, wenn ich die Stimme doch nur noch einmal hören könnte. Oder wenn ich noch einmal einen Ratschlag hören könnte von der Person. Und du liegst nachts wach im Bett und denkst dir, die sind tot. Ich sehe sie nie wieder. Ich höre sie auch nie wieder. Und wenn du dann dir einen Vlog anguckst und denkst, eigentlich wäre die Person tot, aber du siehst sie und du hörst sie. Ich persönlich finde das sehr schön. Ich habe lieber ein Videotagebuch, wo man mich sehen kann, wo man mich hören kann, wo man in Kommunikation tritt, als Fotos. Wenn ich Fotos angucke, denke ich mir, ja, daran kannst du dich noch erinnern, war schön, aber du hast nur ein Foto und es ist nicht lebendig, es ist nicht 3D. Und wenn du aber einen Vlog hast, so wie hier bei YouTube, du kannst ja alles auf einem Server speichern, auf CD-ROMs, keine Ahnung was, du kannst ja alles abspeichern, jedes Video, alles. Und du hast 1000 Stunden von Material. Und das finde ich so toll. Und das wurde mir im August, wurde mir das richtig klar. Und ich würde es nicht aufgeben. Ich mache jetzt seit 4 Jahren dieses Tagebuch und denke mir, warum habe ich nicht früher damit angefangen? Habe so viele negative Erfahrungen gehabt, so viele Tiefpunkte in meinem Leben. Ich hätte gerne den Rückblick gehabt zu sehen, es mir anzugucken und zu denken, das war mein Leben, da habe ich mich rausgekämpft und ich reflektiere dann, indem ich mir die Videos angucke und sage, das habe ich alles schon hinter mir. Ne, das ist hier, das ist da vorne und hier ist meine Gegenwart und da ist meine Zukunft und ja, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich auch hier die Gegenwart, den Rest von meinen Problemen. Und manchmal muss man halt visualisieren, man muss es in 3D sehen. Und das geht halt nur, wenn man ein Format hat, wo man dann wirklich live ist, wo man spricht. Und ja, das ist YouTube für mich, das ist mein Content, mein Daily Vlog, ne, das ist mein Tagebuch. Und das wurde mir im August klar, dass ich das auf jeden Fall weiterführen will. Weil nicht nur, weil es mir Geld bringt, sondern weil es ein richtig schönes Tagebuch ist, wo ich wirklich live bin, wo ich irgendwann meinen Kindern sagen kann, hier, guck mal, das war mein Leben. Und ich bin dann immer noch da. Ne, man kann immer noch reden, also beziehungsweise man hört zu, wie die Person redet. Und ja, man ist irgendwie da. Und das finde ich ganz schön. Das habe ich im August, wurde mir das klar, dass das einfach keine Zeitverschwendung ist. Dass es einfach ein schönes Format ist,
wo du einfach dein Tagebuch hast. Besser als wenn du geschriebene Seiten hast oder Fotos hast. Du bist einfach da, du sprichst, man hört deine Stimme. Und wenn Leute versterben, dann ist das Luxus, wenn du noch ein altes Video hast, wo noch die Stimme der Person drauf ist. Und wenn ich mein tägliches Tagebuch habe und ich bin aber im Videoformat und ich kann mit euch reden, weißt du, dann hört man meine Stimme, man sieht mich. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Hinterbliebenheit auch, wenn man dann mal Kinder hat, wenn es hoffentlich irgendwann mal der Fall sein sollte, sobald ich mal dieses Chaos aufgeräumt habe in meinem Leben und mal eine bessere Zukunft habe und ich auch endlich mal aufgehört habe zu stagnieren und ich endlich mal ein Fundament geschaffen habe, in dem man auch das Potenzial hat, Kinder zu bekommen, dann freue ich mich auf diese Zukunft und ich werde im September auf jeden Fall an diesem Fundament weiterarbeiten. So, das sind jetzt 36 Minuten. Habe ich jetzt über den August philosophiert mit meinen positiven, negativen Erfahrungen, Privatleben, Arbeit, Selbstständigkeit, Wünsche für den nächsten Monat September. Und ja, wir sehen uns im September wieder. Und zwar am Ende September, wenn ich das neue Video aufnehme. Und dann sehen wir uns am 1. Oktober wieder, wenn das Video für September online geht. So, auf Wiedersehen.